Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, jetzt habe ich das letzte Aufgebraucht-Video für dieses Jahr. Also das Aufgebraucht für Dezember. Und ihr seht, meine Tüte ist wieder bis oben voll. Und ja, zeige euch jetzt die Produkte und sage euch natürlich was dazu. Erstes habe ich hier von Teehaus den Apfeltee, fruchtig, spritzig. 40 Beutel. Ja, war ganz okay. Aber ich bin mehr so für den türkischen Apfeltee. Aber der war auch ja ganz in Ordnung. Und ja. Dann habe ich noch einen Tee und zwei marokkanische Minze. So schaut der aus. Mit Kräutern aromatisiert mit Minzgeschmack. Ja. Fand ich richtig, richtig lecker und werde ich mir auch wieder kaufen. Dann habe ich noch mit reingenommen einen Allzweckreiniger von, ja, das ist die Eigenmarke von Rewe. Meeresfrische. Ja, riecht sehr, sehr toll und ja, kaufe ich mir jetzt schon mindestens seit 2 Jahren oder so. Ja, super, super toll und ein Nachkochprodukt. Dann habe ich hier von Dontodent, ist die Eigenmarke von DM, eine zahnfleischintensive Pflege-Mundspülung. So sieht die aus. In der Richtung Fresh. Ja, hatte ich euch mal gesagt, die finde ich sehr, sehr gut. Ja, ich habe jetzt zurzeit eine grüne von Rewe. Die ist gar nicht gut, aber das werdet ihr nächsten Monat in meinem Flop-Video sehen. Ja, aber die ist sehr, sehr gut und die kaufe ich mir auch wieder. Und dann habe ich hier eigentlich unspektakulär 150 Kosmetiktücher. Ja, fand ich in Ordnung. Dann habe ich hier leer gemacht meine Lieblingscreme von Today, die Soft Pflegecreme. So sieht die aus und ist, da, wie ihr seht, leer. Habe ich schon wieder die neue in Gebrauch. Dann habe ich hier von John Frieda Luxurious Volume. Das ist ein mehr Haargefühl Styling Spray. Ja, also ich fand es nicht so gut. Volumen hat es gar nicht gegeben. Der Geruch war auch nicht, fand ich auch nicht so gut. Also kein Nachkochprodukt. Dann habe ich hier meine Lieblingsdusche. Und zwar Powerfruit Refresh Pflegedusche von Nivea. Ja, werde ich mir auf jeden Fall nachholen. Aber ich habe jetzt gerade so eine ähnliche von Isana. Die ist auch sehr gut. Also entweder kaufe ich mir die nach oder die von Isana. Also riechen tun sie beide sehr, sehr gut. Also Kauftipp von mir, kann ich sagen. Okay, dann habe ich hier von Barati Shower Gel Citrus Fruits. So, ist von Douglas. Ja, da muss ich sagen, fand ich nicht so gut. Und da gibt es andere, die mehr so nach Zitrus riechen. Das hat nicht so nach Zitrus gerochen. Es hat zwar nach Zitrus gerochen, aber nur ganz, ganz minimal. So. Dann habe ich hier von Isana die Winterseife Schneegestöber. War eine limitierte Edition. Hatte ich euch schon mal erzählt, fand ich nicht so gut. 500 Milliliter drin. Mir hat der Geruch absolut nicht gefallen und ja, kein Nachkaufprodukt. Dann habe ich von Rival de Loup 3 in 1 mit Reinigungstücher Apfeltraum. So sehen die aus. Ja, fand ich so ulala. Ich habe jetzt da noch ein Päckchen davon, auch noch mal so eine Probiergröße von 10 Stück. Und
Ich würde sie mir jetzt nicht nochmal wieder kaufen. Und dann habe ich von Alverdes Duschpeeling, Kokosraspeln, Lotusblüte. Das alle. Hatte ich euch vielleicht auch schon mal erzählt, fand ich nicht so gut. Vom Peeling-Effekt her war nicht so toll. Und war sehr, sehr, irgendwie sehr, sehr flüssig auch, wenn man es aufgetragen hat. Also, das kaufe ich mir nicht mehr nach. Dann, dann habe ich hier meine, gut, sieht man jetzt nicht mehr viel davon, da waren mal, ja, solche, da habe ich das jetzt das letzte Glas zu stehen, von diesen Duftkerzen. Ja, die fand ich sehr, sehr gut, Apfel-Zimt-Geruch. Ja, gibt es aber leider jetzt nicht mehr, habe ich jedenfalls nicht mehr gesehen. Schade, jetzt hätte ich es mir nochmal nachgekauft. Dann habe ich hier, hatte ich zugeschickt bekommen von TTZ, Bart und Peeling Mandelblüte. So sieht das aus. Fand ich absolut super gut. Der Geruch super toll und ja, ich will auf jeden Fall gucken, dass ich mir das wiederhole. Sind 65 Gramm drin. Ja, auf jeden Fall auch Kaufempfehlung. Super, super gut. Ja. Da hatte ich hier ein Pröbchen von Nivea Q10 Antifalten Energy Tagespflege. Sieht so aus. Ja, ich fand sie vom ersten Eindruck ganz gut. Aber man kann es immer nicht sagen von so einer Probe, ne? Aber vom ersten Eindruck, ja, fand ich sie ganz okay. Dann, was ich auch sehr, sehr gut fand, Sorene Antifalten Q10 Nachtpflege. Sieht aus und wie ihr seht, ist auch alle. Ja, fand ich sehr, sehr gut und werde ich mir auch nachkaufen irgendwann, wenn meine ganzen anderen Sachen leer sind. Dann, ja, die fand ich auch sehr, sehr gut. Momente verbinden, vier Jahrzehnte DM, war die Seife von Balea Frische Momente. Sieht so aus. Die gibt es jetzt, glaube ich, leider nicht mehr. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die gibt es nicht mehr. Ja, fand ich sehr, sehr gut und wenn es die im nächsten Jahr wieder gibt, werde ich es mir auf jeden Fall wiederholen. Dann habe ich jetzt noch zwei Sachen und dann haben wir es geschafft. Dann habe ich hier leer gemacht. Ist leer. Unten ist noch Luft drin. Von Balea mein Duschpeeling Buttermilk and Lemon. Ja. Einfach super, super, super. Habe ich im Sommer diesmal erstmal benutzt. Ich wollte den Hype, wie ich schon mal gesagt hatte, eigentlich erst nicht mitgehen. Aber jetzt bin ich froh, dass ich es mitgemacht habe und ja, habe ich jetzt gerade noch die zweite Packung in Gebrauch, also mein Backup und ja, bin ich super, super, super. Ja, dann habe ich hier noch eine Pro von einer Zahncreme. Und zwar von Oral-B Blender Med Pro Expert. Ja, das ist die Fluoridzahncreme, Tiefenreinigung. Habe ich auch mal zugeschickt bekommen. Ja, fand ich super, super schön. Ich hatte schon mal so eine Fluoridzahncreme gehabt, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich war mal im Mund hatte, boah, ich muss die gleich wieder ausspucken, so. So ekelhaft war die, aber bei der war das total anders gewesen und ja, werde ich mir irgendwann mal nachkaufen. So, meine Lieben, das war mein letztes Aufgebrauch für dieses Jahr. Dann wünsche ich euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2014 und dass all eure Wünsche und was ihr euch vornehmt, alles in Erfüllung gehen wird und dann wünsche ich euch allen ein gesundes neues Jahr und auch ein neues YouTube-Jahr dann im Jahr 2014. Und
dann bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!